Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren The Forest Location Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wo ihr den Camcorder und alle 6 Tapes dazu findet. Dranbleiben, wir sehen uns nach dem Intro. So, bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich mich wie immer bei all den Leuten bedanken, die mich so tatkräftig unterstützen. Egal ob Abos, Likes oder Kommentare. Ohne euch wäre mein Kanal nicht da, wo er jetzt ist. Und dafür danke ich euch. So, kommen wir zum Video. Was braucht ihr? Grundsätzlich braucht ihr die Taucherausrüstung, eine gute Waffe, eine Kletteraxt und die Security Card. Denn unser Weg führt uns im Lauf des Videos Richtung Ende, also zum geheimen Labor. Falls ihr noch nicht so weit seid, dann schaut euch meine anderen Videos an, wo ihr noch die moderne Axt und so findet und wo ihr auch das Tauchergerät findet. Denn im Verlauf dieses Videos finden wir die Keycard, also die Security Card, die ihr braucht fürs Labor und die Kletteraxt. Wenn ihr allerdings alles soweit habt und bereit fürs Ende seid, also voll ausgerüstet mit Brandbomben, mit normalen Bomben, Dynamit und sowas, dann könnt ihr dem Ganzen jetzt folgen oder am besten habt ihr das Spiel schon durchgespielt und dann lohnt sich das sowieso, den Camcorder und so zu finden. Gut, dann fangen wir an. Wo sind wir hier? Drückt mal kurz auf die Karte. Wir sind unten links an dieser Höhle. Könnt ihr euch auf der Karte dann so ausmachen, wo ihr hin müsst. Und zwar ist das direkt, wo diese Container hier sind. Und an diesen Containern ist hier eine Höhle. Genau die hier. Und da gehen wir jetzt rein. Immer geradeaus, geradeaus, hier runter, hier. Und auf der rechten Seite kommt schon das allererste Tape. Das könnt ihr einsammeln. Da habt ihr die erste Kassette für den Camcorder. Dann gehen wir hier weiter runter. Immer geradeaus, zack, zack, hier durch. Ist ein bisschen eng. Wie gesagt, das ist der gleiche Weg wie zur Keycard. Runter, ducken, ducken, ducken. Dann noch einmal hier runterspringen. Und da seht ihr, da unten sind schon Gegner. Zack. Ihr klettert am besten da runter. Macht ihr jetzt mal schnell kalt. Und dann geht ihr hier nicht nach links, sondern nach rechts durch diese Holzwand. Schlägt euch da durch. Und dann kommt ihr hier runter. Am besten geht ihr hier, weil hier unten ein dicker Mutant ist, geht ihr am besten hin und werft Bomben runter. Ich mache das Ganze jetzt schneller. Ich springe hier runter. Gib ihm eine. Passt auf die Babys. Die killen euch sonst. So. Gehen wir hier lang. Hier seht ihr, liegt die Keycard, die ihr braucht. Und hier, Alter, geht mir nicht auf den Sack. Hier haben wir den Camcorder. So, die nächste Location für das nächste Tape ist an diesem etwas kleineren See mit den 2 Stelzen da drin und direkt ein Wasserfall oben drüber. Ungefähr hier, wo die Stecknadel zeigt, daneben ist auch noch eine größere Höhle, die ist etwas da hinten. Aber wir wollen jetzt zu dieser Höhle. Und jetzt zeige ich euch noch einmal genau, wo sie ist auf der Karte. Ungefähr da, aber ihr kennt das ja, wenn ihr an dem kleinen See da angekommen seid. Einfach hier in diese Höhle. Und dann gehen wir mal rein. Zack, dann rutschen wir hier runter, runter, runter. So, beim Runtergehen passt auf. Geht nicht zu schnell, wenn ihr unten seid, nach hinten, sondern dreht euch erst in die Richtung. Denn sonst könnt ihr beim nächsten Mal direkt runterfallen und das wäre nicht so gut. Ich springe jetzt runter, es geht halt einfach schneller. Zack. So, bin ich unten. Ihr macht das bitte nicht, dann seid ihr direkt tot. Ich mach's nur, damit es ein bisschen schneller geht. Gut, dann kommen wir hier unten hin und da liegt halt Schokolade und sowas und ein bisschen Anwaltskram und so. Hier noch ein paar Alkoholflaschen und hier noch. Und dann hinten im Ecken seht ihr das nächste Tape. Zack. So, die nächste Location für das nächste Tape findet ihr im Osten der Karte. Ein wenig entfernt von dem Loch in der Mitte. Geht ihr einfach nach Osten, haltet euch ungefähr. Da hinten ist das Loch, seht ihr es? Geht hier übers Wasser. Diese Steine, haltet euch an diese Steine. Und dann kommt ihr auf diesen Hügel hier. Dort wachsen so rote Büsche und dann kommt ihr in so ein kleines Dorf, also so ein Camp, sowas. Und dann geht ihr hier rein. Gehen wir in die Höhle. So, auf geht's. So, und jetzt kommt's. Hier müsst ihr endlich mit der Kletteraxt runter. Die haben wir jetzt noch nicht. Deswegen gehen wir hier links vorbei, halten immer ein bisschen so schräg runter. Und dann, wenn ihr nach unten geht, immer die S-Taste nach hinten drücken. So rutscht ihr immer nur ein bisschen nach unten und bekommt wenig bis gar keinen Schaden, wenn ihr unten seid. So, dann springen wir hier übers Wasser. Schaut am besten, dass euer Charakter nie nass wird, so wie jetzt. Denn dann kann er nämlich an Unterkühlung halt sterben. So, da hoch. Hier kommen normalerweise Gegner. Ich weiß nicht, warum keine Gegner spawnen gerade. Aber passt halt ein bisschen auf, wenn ihr jetzt da hinkommt. Da unten sind ganz viele Babys und auch ein Mutant. Und da unten seht ihr, da ist die Kletteraxt. Springen wir jetzt mal darüber, da rechts. Wir haben einen lauten Wasserfall vorbei. Dann gehen wir uns als allererstes, gehen wir uns das Tape holen. Wir hier runter.
So, hier hoch, geradeaus, zack, und hier runter. Und da ist das nächste Tape. So, und wie kommen wir jetzt wieder hoch? Wir springen hier runter ans Wasser. Hier könnt ihr ruhig runterspringen, mit der schön ins Wasser einschlägt. Da gibt es keinen Schaden. So, auf die andere Seite, das Seil hoch, zack, so, auf der anderen Seite dann wieder zurück. Jetzt müsst ihr halt aufpassen, da sind ein paar Gegner, die ihr platt machen müsst. Ich würde das euch jetzt gerne zeigen, aber irgendwie lädt es nicht richtig. Dann schnappt ihr euch die Kletteraxt. Hier, die kann ich jetzt nicht aufnehmen, weil ich habe die ja schon. Und dann klettert ihr hier hoch, so. Zack. Und dann geht ihr den Rest des Wegs zurück und kommt so wieder aus der Höhle. So, kommen wir zu einer weiteren Location der Tapes. Und zwar, kommen wir auf die Karte. Wo sind wir? Gehen wir mal kurz in den Schatten. Wir sind jetzt nordwestlich auf der Map, ein bisschen über dem Loch an so einem kleinen Dorf. Das zeige ich euch. Und zwar kommt auf dieser Seite hier ein Dorf, ein kleines Fischerdorf. Hier ist der Riesensee und da hinten ist das Loch. Und ihr geht einfach über diese Landbrücke hier. Das ist die gleiche Höhle wie die vom modernen Bogen. Dann gehen wir jetzt da rein in die Höhle. In die Höhle des Löwen. So, dann gehen wir hier runter. Hier geht voll die Party ab, denn hier hängt das Fleisch von der Decke. Ach, gehen wir hier runter. Immer geradeaus. So, hier kommen wir. Oha, da unten sind Gegner. Am besten werft ihr da wieder ein paar Bomben runter, lockt die irgendwie an und dann klappt das schon. Ich springe jetzt da runter. Schnapp mir die jetzt. Komm her. Zack. Du noch. Sehr gut. Zack. Und alle sind tot. Dann gehen wir hier durch das Holz. Zwei Wände. Mach die kaputt. Ja, rennen links rum. Ihr kennt den Weg, wenn ihr schon mal den modernen Bogen besorgen wolltet. Dann gehen wir hier runter. Ich springe jetzt da runter. Ich kürze ein bisschen ab. Dann runter ins... Oh, ich bin jetzt genau auf die Tür gesprungen. So, gehen wir hier unten lang. Da kommen jetzt hier wieder zwei graue Gegner. Ein paar Babys. Könnt ihr auch einfach vorbeihuschen. So, laufen hier runter. Kommen zur nächsten Tür. Ja, geradeaus. Aus. Hier können wir schon ein bisschen sehen, wo wir lang müssen. Gehen aber dann hier runter. Hier könnt ihr auch runter. Hier könnt ihr eigentlich auch runterspringen. Versucht aber dann im Wasser zu landen. Hier lang. Hier hoch. Hier könnt ihr speichern. Hier liegen noch ein paar Sachen für euch rum. Hier hoch. Hier hoch. Zack, da kommen wieder zwei Gegner. Einem Schlag zwei gekillt. Top. So. Immer geradeaus, geradeaus. Bis wir hier auf die Mauer kommen. Diese Holzwand. Haben wir die auch noch kaputt? Ah, da kommt wieder ein Pärchen von Gegnern. Ah, sind sogar drei. Ah, passt auf. Hier ist noch eine Spinne. Ah, da müsst ihr aufpassen. Geht aber dann links durch die Totems hier. Dann durch die Holzwand. Da sind auch wieder zwei Gegner. Bekämpft die am besten immer mit Feuer. Ich sag ja, Mutanten und Feuer vertragen sich nicht. So, dann springt ihr hier rüber. Ah, schwimmt auf die andere Seite, zieht das Tauchergerät aus und dann schnappt euch die Kassette. So, jetzt fehlen uns noch zwei Tapes und die finden wir auch in der Höhle. Und zwar, wenn wir Richtung Labor gehen. Jetzt erst sprengen wir uns mal hier durch, durch den Mist hier. Schnappen wir uns das Katana wieder, da ist noch ein dicker Gegner. Dann können wir uns hier hochklitschen, da kommt noch einer. Ah, und dann gehen wir hier rüber, rechts rum, legen hier die Steine hin, die wir hier aufsammeln können. Ich sammle die jetzt auch auf, da habe ich für das nächste Tor. Gehen geradeaus durch das Tor. Das ist übrigens auch der Weg, wie ihr in das Sinkloch kommt. Aber ich habe noch ein Video gemacht, wie ihr leichter ins Sinkloch reinkommt, als diesen ganzen Weg hier zu gehen. Packen wir noch die Steine drauf. So, dann gehen wir hier geradeaus. Dann kommen wir auf so eine schmale Brücke. Auf dieser schmalen Brücke findet ihr auch einen Teil von Timmys Spielzeug. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen, wo ihr alle Teile von Timmy findet. Also von Timmys Spielzeug, nicht von Timmy. Er wurde nicht zerstückelt oder so, keine Sorge. So, dann gehen wir hier durch. Packe die zack. Kommen zur nächsten großen Tür. Und jetzt müsst ihr hier aufpassen. Das ist echt. Da sind ein paar von diesen großen Mutanten. Und die geben euch mal so richtig eins auf die Fresse, wenn ihr nicht aufpasst. Ich kill die jetzt einfach mal mit Instant Kill. Zack. Hier ist der Helikopter. Hier findet ihr auch die Machete. Gehen rechts rum. Hier am Wasser vorbei. So, und jetzt kommt es auch, warum ihr die Taucherausrüstung braucht. Wie ich am Anfang gesagt habe, müsst ihr nämlich jetzt hier reintauchen. So, dann tauchen wir hier runter mit dem Tauchergerät. Wunderbar. So, dann weiter hier runter. Immer geradeaus. Da hinten durch das Loch. Immer der Nase nach. Immer der Nase nach. Und da vorne tauchen wir auf. So, ziehen die aus. Hier könnt ihr noch eine Zeichnung finden. Dann gehen wir hier geradeaus. Hier durch. Hier geradeaus. Zack. Hier müsst ihr aufpassen. Da sind Gegner. Hier der auch. Nimm das. Weiter, weiter. Geradeaus. An den zwei vorbei. Könnt ihr auch einfach vorbeilaufen. Hier hinten rüber. Bringen wir hier rüber. So. So, hier hoch. Geradeaus. Und genau hier vor uns liegt das fünfte Tape. So, dann zeige ich euch jetzt die letzte Location des letzten Tapes, des sechsten Tapes, des Sextapes. Und dann müssen wir hier runter. Ihr klettert wie immer am Seil. Dann hier rüber. Zack. Deswegen braucht ihr die, wie gesagt, aber im Video finden wir die ja eh. Aber besser ist es, wenn man die schon hat und auch das Tauchergerät und so, dann geht's schneller. Gehen wir hier runter. Ich wusste mal wieder das Katana aus. Ich liebe das Katana. Ich finde, das ist die beste Waffe im ganzen Spiel. So, dann gehen wir hier geradeaus. Hier könnt ihr euch eigentlich nicht mehr verlaufen.
im Laufe des restlichen Videos könnt ihr euch eigentlich nicht mehr verlaufen. Es geht immer nur geradeaus. Hier an den zwei laufen wir jetzt einfach mal vorbei. Bis zur Labortür. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, wie ihr die Labortür findet, also das geheime Labor. Und hier könnt ihr noch einmal speichern. Vergesst aber nicht, sobald ihr ins Labor reingeht, das ist vor der Tür. Ab diesem Zeitpunkt, wenn ihr da reingeht, könnt ihr nicht mehr zurück. Das heißt, ihr müsst das Ende spielen, den Endgegner besiegen und dann kommt ihr erst wieder raus. So, gehen wir jetzt ins Labor. Zack. Und jetzt speede ich einmal da durch. Laufen dann hier. So, und jetzt kommen wir zum letzten Tape. Und zwar gehen wir nach links in das Büro des roten Kannibalen. Und da auf dem Tisch liegt das letzte Tape. Gut, das waren alle 6 Tapes und der Camcorder. So, dann hoffe ich wie immer, ich konnte euch mit diesem kleinen Video helfen. Mich würde mal interessieren, wie viele Tapes ihr schon hattet, bevor ihr euch jetzt mein Video angeschaut habt. Wenn ihr noch Videoideen habt, dann schreibt mir die auch gerne in die Kommentare. Ich bin für vieles offen. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Ansonsten habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und vergesst eins nicht. Spielen geht immer.